Der ganze Spirit, den wir jetzt hier im neuen Büro haben, ist so genial. Ich denke, das wird sich automatisch auch auf die Leistung, auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter überwälzen. Ich bin 100% sicher, dass wir den richtigen Schritt gegangen sind. Ich habe irgendwie während der ganzen Zeit das Gefühl gehabt, das sind Leute, die wir mit ihnen zusammenarbeiten können, die verstehen, um was es geht, eine neue Bürolandschaft zu gestalten. Daishi Sangha Schweiz ist 16 Jahre in diesen Büro in Thalwil. Die Büro waren nach dem alten Stil, also Einzelbüro, also ich sage dem Küngelistall. Also je näher der Umzug kam, desto mehr habe ich mich gefreut, in die neuen Büro zu kommen, und desto weniger bin ich gerne in die alten Büro gegangen. In den alten Büros war es alles sehr eng und nicht sehr kommunikativ. Und man merkt jetzt schon, dass der Umgang mit den Mitarbeitern ganz anders ist als vorher. Es wird auch viel mehr gelacht, weil man öfter sich mal austauscht und mal Spiele macht. Die Hauptziele von dem Umzug sind sicher einerseits eine moderne Bürolandschaft zu haben, die auch für potenzielle neue Mitarbeiter attraktiv ist. Dass die Leute Spass haben, an die Arbeit zu kommen, weil sie sich wohlfühlen in ihrem Umfeld. Meine Herzensangelegenheit ist eigentlich die Cafeteria. Das ist ganz ein gelungener Raum geworden. Mit so einem kleinen Diner, der vorher ein Schrank war. Da kann man hückeln. Wir haben einen super schönen Tisch bekommen, wo man sein kann. Was mega cool ist darin, ist natürlich das Konzept, wie wir es erarbeitet haben, von der Gestaltung, wo auch den Daishi-Charakter und ihre Ideen hier drin widerspiegeln. In den Rückzugsräumen, die man arbeiten darf, wo die Mitarbeiter konzentriert selber arbeiten. Well, as you can observe, the office design, it reflects the philosophy of the company. If you look to the logo of Daishi Sankyo, and you have this ability in blue with two arms embracing a bright future, that's a little bit what we try to reflect also in the offices. Zusammenarbeit mit dem Büro Schoch hat sehr gut geklappt. Ich glaube, wir haben uns auch vom Spirit, vom Pragmatismus von Anfang an gefunden. Wir haben miteinander alle Details besprochen, und was einfach schön ist, sie haben das, was wir uns gewünscht haben, auch so realisiert. Im Zusammenhang mit dem Projekt hat es im Vorfeld zwei, drei Workshops gegeben mit der Firma Daishi Sankyo. Dort haben sie sich geäussert, wie sie sich die neue Bürowelt vorstellen. Vorgaben für Büro Schoch waren einfach eben offene Büro und trotzdem, trotz Open Space, den Mitarbeitern auch ein bisschen Privatsphäre zu geben. Wenn ich sehe, wie unsere Böckchen, wie unsere Sitzungszimmer heute genutzt werden, wo sie sagen, wo die Mitarbeiter, Kollegen ein Angebot nutzen, das sie früher noch gar nicht hatten, also gar nicht gewusst haben, dass das ein Bedürfnis sein könnte, denke ich, haben wir sicher eine zielführende Arbeit geleistet, sodass die Zusammenarbeit und aber auch die Rückzugsmöglichkeit in einem guten Gleichgewicht sind. Ein wesentlicher Vorteil war in diesem Projekt, dass wir mit der Schoch einen Ansprechpartner hatten, wo dann alles im Hintergrund mit den einzelnen Dienstleistern, die an dem Umbau beteiligt sind, gelöst hat. Das hat uns das Leben extrem vereinfacht, und ich glaube, in der ganzen Koordination des Projekts ist das Ganze dann einfach viel fließender gelaufen. Das Projekt war unglaublich challenging gewesen, glaube ich, bei beiden Seiten, aber sehr positiv. Wir konnten unglaublich gut mit Daishi zusammenarbeiten. Alle hatten das gleiche Ziel gehabt, nämlich in kürzester Zeit können den Umbau realisieren, innerhalb von 8 Wochen. Zu einem engen Kostenbudget, das wir einhalten können, zu 100%. Wir hatten keine Kostenüberschreitungen. Und das war wirklich eine Win-Win-Situation für Daishi, wie aber auch für uns, wenn wir das realisieren und mega stolz sind darauf.